Was, liebe Geschwister, können wir heute überhaupt noch glauben, was uns präsentiert wird? Dies aber sage ich, damit keiner euch verführe durch überredende Worte. Das griechische Wort für verführen ist zusammengesetzt aus einem Wort, das eigentlich rechnen heißt, dann aber auch urteilen, eben im übertragenen Sinn zu einem Rechenergebnis kommen. In diesem Fall leider zu einem falschen, das sagt der erste Wortteil aus, die Präposition para, hat die Bedeutung neben, entlang, dann auch im Sinne an etwas vorbei. Es ist eben ein Unterschied, ob ich etwas treffe, mitten hinein oder entlang an etwas vorbeigehe. Und wo einer an etwas vorbeirechnet, der hat sich verrechnet. Da ist einer vielleicht nur haarscharf, aber eben doch ganz an der Wahrheit vorbeigeschrammt. Und das mit scheinbar ganz vernünftigen und angeblich wissenschaftlichen Argumenten. Wir haben diese Beispiele in der Welt ja längst zuhauf, ob wir Gender nehmen, Klima, Ukraine oder was auch immer. Wir haben es auch in der Gemeinde, die Vermengung, die immer mehr zunimmt, der biblischen Botschaft mit der Esoterik. Oder die Frauen im öffentlichen Lehr- und Leitungsamt der Gemeinde. Oder die Dreieinheit Gottes. Da rechnen viele ganz messerscharf. Ganz logisch, zum Beispiel beim letztgenannten Stichwort, dass drei nicht eins sind und eins nicht drei. Und haben rein mathematisch betrachtet natürlich recht. Aber sie sind nicht demütig genug zu begreifen, dass die Größe Gottes nicht mit menschlichem Verstand zu begreifen und nicht mit dem kleinen Einmaleins zu berechnen ist. Weil das Thema Trinität, die Dreieinheit Gottes, auch aktuell so häufig aufgegriffen wird, so viel unnötige Diskussionen unter Christen entfacht, sei das hier in Kürze erwähnt. Die Trinität ist, das ist ganz wichtig zu sehen, kein biblisches und sie ist auch kein theologisches Problem. Ich sage das nochmal, ist ganz wichtig. Die Trinität ist kein biblisches und sie ist kein theologisches Problem. Sie ist ausschließlich ein Problem menschlicher Überheblichkeit. Ich bring's mal so knallhart und auch etwas zugespitzt, pointiert auf den Punkt. Der Streit um die Trinität ist ausschließlich ein Problem menschlicher Überheblichkeit. Die meint, die Größe Gottes mit menschlicher Logik fassen zu können. Und wer das versucht, muss zwangsläufig scheitern. Und die Leugner der Trinität sind ein fortlaufender Beweis dafür. Damit ist eigentlich alles Nötige zum Thema gesagt. Der Rienecker Sprachschlüssel weist darauf hin, dass der hier in Vers 4 verwendete Begriff den Schein von Logik betont. Mathematik wird ja üblicherweise als die exakte Wissenschaft schlechthin bezeichnet und Gottes Wort betont nun, dass diese Verführer Leute sind, die mit einem hohen philosophischen und wissenschaftlichen Anspruch auftreten. Wie heute zum Beispiel durch angebliche Wissenschaft nachgewiesen wurde, schon seit 100 Jahren, dass etwa die Erde durch Zufall entstanden und der Glaube an einen Schöpfergott unwissenschaftlich und nur eine Sache für Volltrottel sei. So wird uns ja heute häufig begegnet. Was, du glaubst an Schöpfung, kannst ja irgendwo naturwissenschaftlich nur völlig unterbelichtet sein, lebst irgendwo hinterm Mond. Nein, liebe Geschwister, es ist umgekehrt. Diejenigen, die heute immer noch an eine Evolution durch Zufall glauben, die leben völlig hinterm Mond, denn die haben die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten 100 Jahre komplett verschlafen. Was hinter der Evolutionstheorie steht und auch das mechanische Weltbild, das vertreten wird, ist seit 100 Jahren, seit mehr als 100 Jahren, durch die Erkenntnisse der Quantenphysik komplett überholt und widerlegt. Man behauptet scheinwissenschaftlich weiter, was längst widerlegt ist, weil man sich der Wahrheit nicht beugen will. Und wiederholt immer noch uneinsichtig längst widerlegte Scheinargumente. Der echte Wissenschaftler, das kann man ohne Wenn und Aber sagen, der echte Wissenschaftler kommt an einem Schöpfergott nicht vorbei. Wir könnten viele weitere Beispiele finden, wie auf angeblich wissenschaftliche Weise mit scheinlogischen Argumenten
die Menschen vom Vertrauen auf Jesus und sein Wort weg in die Irre und ins Verderben geführt werden. Und zwar durch überredende Worte, durch Vorspiegelung falscher Tatsachen, den Menschen wird ein X für ein U vorgemacht oder umgekehrt. Dieser Begriff betont jetzt die Überredungskunst im Sinne von Manipulation. Diesen manipulativen, scheinbar logischen Überredungskünsten belegen wir am laufenden Band, sowohl im politischen wie auch im kirchlichen Bereich. Ich will gar kein aktuelles Beispiel anführen, denn wir sehen es heute fast überall, in fast allen Bereichen, bei fast jedem Thema. Was, liebe Geschwister, können wir heute überhaupt noch glauben, was uns präsentiert wird? Wo werden wir nicht mit überredenden Worten, mit Scheinlogik, mit Vorspiegelung falscher Tatsachen hinters Licht geführt? Wir können fast jedes beliebige Thema nennen, bis zum Bereich Gesundheit und Ernährung. Was wurde da, ist mir selber erst in den letzten ein, zwei Jahren mehr und mehr aufgefallen, was wird uns da schon seit über 100 Jahren systematisch an Unsinn erzählt und wir sowohl was Gesundheit wie Ernährung anbelangt, in eine Richtung geführt, die uns schadet und nicht gut tut. Wir sehen es an vielen Beispielen, zum Beispiel auch an den Ärzten, die sich mutig vor ihre Patienten, vor deren Gesundheit und Leben gestellt haben. Und die ganz offiziell gewordenen Fakten haben ihr Verhalten längst bestätigt. Liebe Geschwister, wir können gar nicht mehr genug darauf achten, dass uns niemand verführe oder hinters Licht führe durch überredende Worte mit scheinbar logischen Argumenten, die in Wahrheit nur manipulative Gehirnwäsche sind. Wer in Panik gerät, kann nicht mehr klar denken, denn er hat keinen kühlen Kopf mehr. Und deshalb, liebe Geschwister, lasst uns von wem auch immer nicht in Panik versetzen, sondern im Vertrauen auf unseren Herrn Jesus Christus in allen Herausforderungen einen kühlen Kopf bewahren. Das müssen wir heute auch wieder bedenken, wenn wir die Entwicklungen anschauen. Schon die alten Lateiner vor über 2000 Jahren wussten, Homo homini lupus, zu Deutsch, der Mensch ist des Menschen Wolf. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder verinnerlichen. Der Mensch ist von Natur aus kein Humanist. Der Mensch ist von Natur aus auch kein Philanthrop. Und diejenigen, die sich als solche feiern lassen, sind meistens die schlimmsten Wölfe. Der ganze Humanismus, die ganze Mitmenschlichkeit, Menschenwürde, Menschenrechte, verbunden mit Religions- und Meinungsfreiheit, beruhen auf dem christlichen Glauben. Sie sind Christusgemäß. Wo aber eine Gesellschaft sich von Christus und seinem Wort abwendet, da geht der ganze Humanismus den Bach runter. Denn er wurde von seiner Quelle getrennt. Das muss uns klar sein, wenn wir die heutigen Entwicklungen anschauen. Und dann kann sich die Menschenverachtung so ungeniert präsentieren, wie sie das heute mehr und mehr tut. Wir hatten festgestellt, die Verführung ist gigantisch. Wahrheit und Lüge sind im weltlichen Bereich auch dank der KI immer weniger zu unterscheiden. Aber mitten in diesen Täuschungen und Wirrungen haben wir das klare Wort Gottes. Und das kann jeder zu Hause lesen. Und das ist allgemein verständlich. Es gibt schwer verständliche Stellen, über die lesen wir dann weg und freuen uns, dass wir sie vielleicht später irgendwann mal begreifen. Und vieles begreifen wir erst in der Ewigkeit. Aber die Grundbotschaft von der Liebe Gottes in Jesus Christus ist so einfach, dass sie jeder begreifen kann. Jeder kann dieses klare, treue, zuverlässige Wort Gottes haben. Und es sagt uns die unverbrüchliche Treue und Liebe unseres himmlischen Vaters zu. Heute schon, nicht erst in der Ewigkeit, heute schon, geht er mit uns durch dick und dünn. Und deshalb haben wir, egal was kommt, überströmend Grund zur Danksagung. Er wird uns bewahren und segnen auch in diesen Tagen und uns weiter Frucht bringen lassen zu seiner Ehre. Und das kann keine weltliche Macht hindern. Amen. Amen.